Herr Boitschke, Ihre Mannschaft hat heute wieder eine starke Leistung gezeigt, war mit einem Fahrer in der Spitzengruppe vertreten. Wie zufrieden sind Sie mit dem Rennen? Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir waren von Anfang an sehr gut vertreten und mit Reto Hollenstein unter den ersten Fahrern in der Spitzengruppe. Dann war auch Cesare Benedetti in der Spitzengruppe eine längere Zeit. Und auch in der entscheidenden Situation des Rennens waren wir mit 4 Mann in der Verfolgergruppe, haben dann selber noch versucht, Tempo zu machen. Leider hat uns niemand geholfen und so konnten wir nicht ganz nach vorne aufschließen. Ein Wort zu Toni Martin, der heute ein starkes Comeback gezeigt hat nach seinem Unfall. Hat Sie das überrascht? Ja, überrascht ein wenig. Ich wusste natürlich, dass Toni sehr stark wiederkommt, aber so stark, das war beeindruckend. Er ist viele Kilometer allein von vorn gefahren, hat dann noch bei den 3 Fahrern mitgehalten, die aufgeschlossen haben. Wird sehr guter Vierter und ich glaube, das lässt auch auf die Zukunft, gerade auf die Tour de France hoffen.